Die Zeit der Rauhnächte ist heute kaum noch bekannt. In früheren Zeiten, als es noch kein elektrisches Licht gab, waren sie im Brauchtum fest verankert. Die Kelten, die seit gut 3000 Jahren vor Christus unsere Gegend besiedelten, hatten für ihre Zeitrechnung die Mondphasen genutzt. So hatte das Jahr mit seinen Mondphasen nur 354 Tage. Es ergab sich also zu unserem Kalender eine Differenz von 11 Tagen oder 12 Nächten. Da für die Menschen in früheren Zeiten ein Wintertag mit seiner Helligkeit recht kurz war, blieben lange, dunkle, unheimliche Nächte. Es waren also 12 Nächte der Angst. Die lange Dunkelheit war unheimlich. Dazu oft der Nebel, dichte Schneetreiben und Winterstürme. Das Gebälk des Hauses ächzte und die Tiere im Stall wurden unruhig und zerrten an den Ketten. Genau an dem Tag vor den Rauhnächten wurde Weihnachten gefeiert, der Tag der Geburt Jesu. Vielleicht ist dieses Datum nicht historisch, ergibt aber wirklich Sinn. Jesus ist der Lichtträger, mehr noch, er ist das Licht, das der Dunkelheit die Macht nimmt. Und das ist auch das Geheimnis. Dieser kleine Jesus, dessen Geburtstag wir am Weihnachtstag feiern, wird mit seinen Taten und Worten und seiner Gegenwart das Licht in die Welt bringen. Du hast es in der Hand, dich für das Licht zu entscheiden. Nur so kann die Macht der Finsternis weichen und du kommst aus dem Gebundensein und den Zwängen in die Freiheit. Er gibt dir auch die Kraft, in dieser Freiheit zu bleiben. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Post tenebris lux. Nach der Finsternis Licht. Das Zeichen. Vor den dunklen Rauhnächten wurde an den erinnert, der von sich sagt, ich bin das Licht. Das gilt auch heute. In unserer dunklen Zeit, mit all der Unruhe, den Kriegen und dem Verlust vieler Werte, ist die Feier des Lichts des Lichtträgers. Das ist es, was uns durch die heutige dunkle Zeit trägt. In der Finsternis das Licht, in der Dunkelheit Jesus Christus.